wie Sie dem gerade vorgelesenen Text aus dem 17. Jahrhundert entnehmen können, gab es neben den vielen Lobpreisungen auf den Kaffee auch einige kritische Stimmen, die vor dem übermäßigen Kaffeegenuss warnten. Ein weiteres Beispiel dafür ist der berühmte Kaffeekanon des Musikpädagogen Karl Gottlieb Hering. Hering hatte den hübschen Einfall, das Wort Kaffee in Musik umzusetzen, denn C-A-F-F-E-E sind eben nicht nur Buchstaben des Alphabets, sondern zugleich Bezeichnungen von Tönen innerhalb der Tonleiter.